Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Banjo-Kazooie. Und halt. Ich bin wieder mitten im Clanker. Und wir möchten ihn nun zu Ende erkunden. Und gerade habe ich hier so ein Secret gesehen. Ich würde mal sagen, hier... Oder? Okay, dann nicht. Ist doch kein Secret. Schade. Naja, auf jeden Fall möchte ich noch was zu dem Thema im letzten Part sagen. Das war das Thema Stop and Swap. Ein besonderes Feature, was es nie gegeben hat. Zumindest nicht auf Nintendo-Konsolen. Denn dieses Spiel hier ist ja als, ja, in Anführungsstrichen Remake für die PTF Xbox Live Arcade rausgekommen und Banjo-Tooie auch. Und da war der Datentransfer dann möglich, aber ich möchte mich ehrlich gesagt jetzt eher um das Spiel kümmern, denn das, was mir bevorsteht, kann ich doch gar nicht überleben. Bottles, hilf mir! Mit diesem Move schützt dich Kazooie. Oh cool, und wie macht er das? Naja, halte den Trigger und drücke den rechten C-Knopf. Halte danach den Trigger gedrückt. Aber setze diesen Move sparsam ein, denn er kostet dich jedes Mal eine goldene Feder. Ah. Und von denen kannst du nur 10 tragen. Hier hast du 5 dieser wertvollen Federn. Ich hab schon 10. Oh, okay. Naja, gut, dann ciao, denn ich habe nur diesen Move für euch. Unverwundbar? Das heißt... Wir können einen Stern einsetzen. Okay. Das ist mal voll von Mario abgeguckt. Ich meine, selbst die Musik ändert sich und wir leuchten. Also das ist ja... Ne? Genau wie ein Stern. Aber auf jeden Fall haben wir unser 7. Puzzleteil. Und jetzt zurück. Coole Mucke. So. Und ich glaube, damit sind wir fertig mit der Erkundung von Clanker. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die letzten Puzzleteile und die letzten Noten. Wie viele fehlen noch? Boah, 25. Krass. Beziehungsweise, ja, 24. Ich kann schon rechnen, aber ich habe halt jetzt aufgerundet. Nicht, dass hier jemand denkt, ich bin dumm. Okay, vielleicht bin ich es doch, aber egal. Das tut nichts zur Sache. Und wir brauchen auch noch einen Jinjo. Nun hat sich der Wasserpegel denn jetzt geändert? Hat er oder hat er nicht? Ich glaube, er hat. Zumindest werde ich jetzt noch einmal hier reinschwimmen. Im letzten Part haben wir hier nämlich genmanipulierte Krebse besiegt und ein Puzzleteil freigeschaltet. Allerdings sind wir nie rangekommen. Doch, jetzt, oder? Nee. Verdammt nochmal. Es hat sich nichts geändert. Das kann doch gar nicht sein. Dann muss ich hier irgendwas nicht kapieren. Warte, jetzt war ich fast oben. Warte. Hä, und wieso geht es jetzt? Vorher ging es nicht. Hä? Warum? Oder habe ich es, Idiot, vorhin nur von hier aus probiert? Ich könnte schwören, ich habe auch von hier mal so einen Sprung gemacht. Habe ich nicht? Oh mein Gott, bin ich dämlich. Das muss ich mir selber nochmal im Video anschauen. Wenn ich tatsächlich den Sprung nicht von da oben gemacht habe, dann war ich alkoholisiert oder so. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir es jetzt. Wie dämlich. Ey, da oben waren Noten. Na dann, lasst uns doch direkt mal abchecken, wie man da hochkommt. Von Clanker aus kann nicht sein, denn ich kann mich ja nur hierhin hochschießen lassen.
Aber Moment mal. Wir können doch auch auf seinen Schwanz klettern. Nein, wir sollten lieber Flosse sagen. Für die ganz, ganz derben Spezialisten unter euch, die an was anderes denken. Aber war ich hier nicht schon mal? Doch, das habe ich schon mal gemacht. Da oben war ein Puzzleteil. Aber ich kann wohl auch darüber fliegen, oder etwa nicht? Nee, Moment. Die Platte da. Ja, doch, die Platte hat was damit zu tun. Aber Vorsicht, ich glaube, da ist wieder so ein Monster. Ja. Stirb! Er ist down. Wir haben ein neues Leben und spring hoch. Was uns nichts bringt? Fragezeichen. Oder kann man sich da festhalten? Moment mal. Ah ja, okay. Boah, ich dachte schon, warum kann ich hier springen, wenn es mir absolut nichts bringt? Und auf der rechten Seite ist im Übrigen auch noch was. Ja, gut. Und was haben wir hier? Der letzte Jinjo? Ja! Damit haben wir Puzzleteil Nummer 9. Eins fehlt noch. Und da war noch ein extra Leben. Okay. Jetzt muss ich da allerdings nochmal hoch. Wegen den Noten. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ach ja, übrigens, den Hexenschalter haben wir auch noch nicht gefunden. Gibt's doch gar nicht. Sachen gibt's! Ich spring jetzt mal hier rüber. Und gucke, was es hier so zu holen gibt. Vielleicht ja das letzte Puzzleteil, nach dem wir so suchen. Aber mir fehlen halt echt noch viele, viele Noten. Da ist noch ein Mumbo-Schädel. Das ist, glaube ich, der dritte, den wir in dieser Welt gefunden haben, oder? Ich gehe mal davon aus, es gibt 5. Das heißt, mir fehlen schon noch ein paar. War das alles, was man hier holen kann? Ja? Okay. Also die Welt ist auf jeden Fall was Besonderes, weil halt fast alles mit diesem Clanker zu tun hat und man ihn eben auch erkunden kann. Das ist schon eine tolle Idee. Vielleicht ein wenig eintönig, aber trotzdem cool. Interessanter Soundeffekt, während ich da geklettert bin. Habt ihr es gehört? Oh nein, nicht runterfallen! Nein! Ach komm, das gibt's nicht. Ich hätte da mit Kazooie runter müssen. Boah, wie doof. Ja, die Stelle regt mich jetzt aber auf. Kann man nicht angehen. Los, spring. Jetzt aber. Es hört sich an, wie wenn man gegen eine Teetasse schlägt. Das Klettern. So, bitte. Können wir das jetzt mal abschließen hier? Wunderbar. Sehr professionell von euch. Aber da war noch was zum Zerstampfen. Boah, fast zu weit gesprungen. Ist hier das letzte Puzzleteil? Nein! Aber dafür eine leere Honigwabe. Und da wir 6 haben, kriegen wir ein neues Leben. Ja gut, aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Wo ist das letzte Puzzleteil? Es muss hier sein. Und es muss auch irgendwo mit Clanker zu tun haben. Denn alle Puzzleteile hatten mit ihm zu tun. Irgendwas in der Luft vielleicht noch? Oder habe ich hier tatsächlich alles bereits gesehen? Oh! Oh! Oh, wow, wow! Stimmt. Ich habe vergessen, hier hoch zu klettern. Ja, es gibt aber auch schon sehr, sehr, sehr viel Content in diesem Raum. Das muss man mir zugute halten. Das kann man schon mal übersehen, oder? Hier sind ja sogar noch Noten. Aber nicht genug. Mir fehlen immer noch welche. Das gibt's doch nicht.
Und ich habe jetzt hier ehrlich gesagt auch kein Puzzleteil gesehen. Ich arbeite mich vor. Hier ist ein Extra-Leben, das war's dann aber auch schon. Ich muss noch irgendwas Grobes übersehen haben. Vielleicht irgendeine Höhle da unten? Das gibt's doch nicht, ey. Wo sind die letzten Noten? Dun, 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 dun. Da auf der Flosse? Ist da was? Nein. Das gibt's doch nicht. Moment. Oh nein, ich bin ein Idiot! Man kann in seinen Kopf und... Oh Mann, natürlich! Man kann auch in seinen Kopf... Ja, ihr mich auch. Und hier sogar der Hexenschalter. Ah, dabei ist das so logisch. Aber ich brauche mich eigentlich gar nicht ärgern, sehe ich gerade. Denn ich komme hier sowieso nur weiter, wenn ich die Federn habe, oder? Ja, wobei, nicht zwingend. Aber habt ihr gesehen, in der Overworld wurde jetzt kein Puzzleteil freigeschaltet. Sondern zwei Huckel. Bislang waren es Puzzleteile. Das ist schon ein bisschen schwierig hier, oder? Tut mir leid, Banjo, aber du musst da durch. Ach du Scheiße. Jetzt! Wow, no damage! In your face! Und wir haben alle Puzzleteile. Aber nicht alle Noten. Verdammt. Habe ich vielleicht im Anfangsraum noch was übersehen? Hier war ich schon. Ach, und deswegen konnten wir da auch nicht hochfliegen. Jetzt begreife ich. Ja, was ich aber nicht begreife, ist, wo die letzten Noten sind. Wir haben eigentlich alles erkundet, oder? Und es sind ja ganz schön viele... Na gut, 7 fehlen mir. 7 Stück, Freunde. Das ist schon eine Hausnummer. Wo könnten die sein? Wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich im Wasser. Doch, ziemlich sicher im Wasser. Ich werde da jetzt noch ein bisschen rumplanschen. Aber die können eigentlich nur im Wasser sein. Auf jeden Fall. Oder halt in einer Höhle, die ich jetzt übersehen habe. Oder hier, bei dem Schloss. Oder von mir aus auch Unterklenker. Hier waren nur Eier, ne? Ja. Habe ich hier unten alles gefunden? Doch. Ich habe hier alles. Ja, dann. Ja. Bin ich ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es wird schon irgendeine Röhre sein. Ich check die mal alle ab, okay? Verdammt. Ich dachte, ich habe hier drin nachgeguckt. Aber anscheinend doch nicht. Mist. Oder es gibt noch so ein zweites Rohr und bei dem anderen war nur Nonsens drin und ich habe nicht geblickt, dass es zwei gibt. Naja. Halb so wild. Ich wusste ja, dass es im Wasser sein muss. War ganz klar. Damit sind wir fertig mit Welt 3. Ich habe extra nachgeguckt, ob es sonst noch irgendwas gibt. Nein, es gibt nur 5 Scheiße, ich muss auftauchen, merke ich gerade. Mal so ganz nebenbei gesagt. War das knapp. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Eieiei. Naja, jedenfalls, es gibt 5 Mumboschädel, 2 von den leeren Waben. Und halt 100 Noten sowie 10 Puzzleteile. Das war's. Also hauen wir ab. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass man jedes Mal, wenn man eine Welt verlassen will, zurück zum Anfang der Welt gehen muss. Warum kann ich nicht einfach hier über das Menü sagen, nee, kein Bock mehr. Ich will raus jetzt. Gut, kann sein, dass das möglich ist, wenn ich auf Speichern und Beenden gehe. Aber... Ja, das ist jetzt keine Lösung für ein Let's Play, oder? Somit muss ich immer den Weg zurücklaufen. Ein bisschen nervig.
Warte, ja, ich wollte gerade fragen, bleiben die Gegner besiegt oder nicht? Die Antwort lautet nein. Oder habe ich den nicht gekillt? Das kann sein, weil der andere kam jetzt nicht. Boah, sehr schön reingeflogen. Wunderbar, Kazooie. So. Die Bestleistung wird gespeichert. Und gucken wir doch gleich mal nach, was wir eben in der Overworld ausgelöst haben. Da hinten im allerersten Raum haben sich die Augen von Grundhilda erhoben. Als würden die nicht ohnehin schon rausstehen. Genau wie die Nase und... Ah, die Pickel drauf. Und jetzt bin ich falsch lang. Damn it. Schwach. Ah, stimmt. Und da oben geht's bestimmt weiter. Da brauchen wir 180 Noten und das ist im Prinzip eigentlich der einzige Raum, den wir noch nie gesehen haben. Und bestimmt ist da Welt 4 und der ganze Rest. Sind das hier Schalter? Dann betätige ich erstmal den kleinen und dann den großen. Ja. Und dafür bekommen wir dann das Puzzleteil Nummer 3 der... Nein, 4 der Overworld. Stimmt. Dum, 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 dum. Am Anfang hat man ja eins geschenkt gekriegt. Das vergisst man so leicht, ne? So, lala. Dann wollen wir mal... Du brauchst gar nicht so lachen, Grundhilda. Ich höre dich. Aber es gibt überhaupt keinen Grund zu lachen. Wir haben schon 3 Welten zu 100% gelöst. Und nun haben wir das nächste Tor mit deiner Magie geöffnet und die Magie gebrochen. Das kann dir doch gar nicht schmecken. Oh. Andererseits, wenn man das so sieht. Oh, seht mal. Da ist ein Overworld-Puzzle-Teil. Aber ich glaube... Das können wir nicht bekommen. Also zumindest nicht hier in der Overworld, sondern mit Sicherheit wird ein Hexenschalter in einer der nächsten Welten dafür sorgen, dass sich die Gitterstäbe erheben und wir... Oh mein Gott, sag doch, dass hier noch jemand wohnt! Hi? Meine faule Schwester schläft oft in einer Mülltonne. Das ist auch der einzige Ort, der für sie geeignet ist. Grundhilda gewann den ersten Preis beim Wettbewerb der Stinkesocken. Und ich dachte, der hässlichsten Frauen. Wobei, dann müsstest du Zweiter geworden sein. Na egal. Sie erschien einmal auf dem Titelblatt von Hexenspezial. Das Bild zeigt, wie sie kleine Kinder verprügelt. Naja, solange sie sie nur verprügelt hat und nichts anderes mit ihnen gemacht hat, sollte es mir recht sein. Ihr bietet mir die Stirn, euch fehlt dazu das Hirn. Ach du, das mag ja bei Banjo sein, aber auf jeden Fall hat er Skill und das ist mehr wert. Wo muss ich lang? Von da bin ich gekommen, ne? Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren, weil ich direkt ins Wasser gesprungen bin. Ja doch, von da bin ich gekommen. Okay. Dann schauen wir uns das doch erstmal an. Da oben... Was haben wir da oben? Ach so, da ist die nächste Tür. Da braucht man 260 Noten. Auch die hätten wir. Theoretisch. Nur rein theoretisch. Aber wir wollen ja der Reihe nach mit den Welten verfahren, richtig? Ich zumindest will das. Und ich habe hier das Sagen, kapiert? Ja, wir wollen zu Welt 4. Sie muss hier irgendwo sein. Hier bestimmt. Mhm, da geht's. Nochmal in einen anderen Raum. Ich vergewissere mich kurz, ob hier nichts verpasst wurde. Da oben ist ein Loch. Very interesting. Nee, ich denke, ich habe alles gefunden. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Und dieser Baumstamm bringt mich in einen neuen Raum. Und das könnte der Sumpfraum sein. Den ich suche. Moment mal, hier gibt es noch einen Verbindungstunnel, der mich wieder zu Brenthilda bringt. Ich glaube, die ist in jedem Hauptraum der Overworld.
Der Lieblingssport meiner Schwester ist Zauberbuchwerfen. Obwohl sie so dumpf ist, hat sie den Abschluss an der Pommesbude gemacht. Ja, dann kann sie direkt bei Maggis einsteigen. Grundhildas Marotte auf einer Party ist aus der Toilette trinken. Oh, ernsthaft? Meine Fresse. Ihr zittert ja wie Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. Nö, keine Lust. Mir gefällt's hier. Es könnte mal ein bisschen gesaugt werden, aber du bist halt eine faule Sau. Was ist das denn? Hey, Füße raus! Bevor ihr nicht mit Bottles gesprochen habt, läuft hier gar nichts. Aha. Gummistiefel, die reden können und auch noch Augen haben, wenn ich richtig gesehen habe, aber nicht mit mir kooperieren wollen. Das gefällt mir so gar nicht. Aber ich sehe, ich bin endlich da. Das ist der Sumpfraum. Hier ist Welt 4. Und das hat sich gereimt. Ich könnte glatt Grundhilda konkurrieren. Naja gut, nicht wirklich. Aber egal. Sollen wir erstmal schauen, was da hinten ist? Nee. Nee, komm, ich habe jetzt Bock auf die nächste Welt.